Es gibt Wachen. Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Das kann ich schnell erledigen. Komm, das erledige ich schnell. Ich habe es schnell erledigt. Keine Sorge, das geht schnell. Einfach mitkommen. Ein bisschen mitgehen so. Okay. Komm, komm. Meine Waffe ist so toll. Ha! So, das haben die davon. Blöde Wachen. Korrupte Wachen. Dumm. So. Bin der Gesetzeshüter hier. Und das war nicht mal zur Mission. Das gehörte nicht mal zur Mission. Schau, ist das nicht fabelhaft? Ja, total toll. Würdest du mir das kaufen? Ich hab mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Was ist das denn? Hey! Pass doch auf, verdammt! Oh, scheiße. Ja, das gibt Ärger. Mein Geld weg. Nee, ich hab noch mein Gold noch. Was soll das? 3, 3, 3, 8, 3, 5. 8.335 Geld. Ja, und ich kann auch den Dieb nicht verfolgen. Und hier haben wir den Palazzo della Seta. Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stall zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Korrupte Wachen und so. Vor allem, dass wir das Gespräch mithören konnten, ne, auf die Entfernung. Auch sehr logisch. Oder vielleicht weiß er jetzt gar nichts davon und nur der Spieler kann es jetzt wissen, aber egal. So, das sieht überhaupt nicht aus wie Leonardos alte Werkstatt, nein. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. Das ist nur ein Versuch, das wirken zu lassen, dass So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit? Dass es Sinn macht. Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht hier immer offen. Grazie, mein Freund. Hab ich vergessen. Di nulla. Ey, wer ist denn bitte auf sowas vorbereitet? Echt. Dumm. Ja, die haben das hat er eben nur gesagt, damit es ein bisschen Sinn macht, dass die zu faul waren, ein neues Modell für seine Werkstatt zu machen. Das sieht von innen wahrscheinlich genau auch so aus. Ich kann... Doch. Bruder Villa voll. Scheiße. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ist das eine umgekehrte Cäsar-Verschiebung? Wenn ich einfach diese Buchstaben... Ich hab's. Cool. Yay. Zwei Gesundheitsquadrate. Yay. Yay. So, jetzt mische ich aber erstmal zu Montgomery, zu meiner Villa. Und zwar in die... Ja, da müsste das gehen. Es gibt nämlich auch so Schnellreisedinger. Habe ich die schon mal benutzt? Ich glaube nicht. Was ich hier oben mache? Ich töte dich. Das mache ich hier oben, mein Freund. So. Oh Gott, ist das im Ernst so weit weg? Oder sieht's nur so aus?
Nee, es sieht... Okay. Okay, da ist... Das ist wahrscheinlich nur ein Fluss, wo wir jetzt hingehen. Ne? So ein River. Mitten in... Venedig! Scheiße. War mal wieder heldenhaft. Heldenhaft. Ich muss ja jetzt so lange wiederholen, bis es... Bis alle es verstanden haben. Heldenhaft. Heldenhaft. Okay. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen. Ja, von wegen, das ist nicht so weit, ne? Ach, wir sind schon da. Was machen die denn da? Oh, schade, da gibt es keine Codex-Seite. Schade. So, nämlich hier kann man Schnellreise, Dingens machen. Hallo. Ah, jetzt ist auf einmal, ja, egal. Monterey, Johnny, yay, Villa, ja, mischen wir hin, ja, bitte tu das, los, los, los. Hallo, ich bin Ezio und ich bin... Guck mal, was ich kann. Vergess es. Guck mal, was ich kann. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder sollte. Egal. So, wir könnten ein bisschen Gesundheit brauchen. Was mache ich eigentlich schon wieder? Epic Fail. Alles. Alles ist Epic Fail hier. Ach, da hinten ist Heiler. Na, ich upgrade den erst, dann krieg ich hier, ne? Da krieg ich günstig. Krieg ich günstiger Heil, ne? Mach ich, ja, ja. Ich bin ganz klug hier. Cool. Cool. So, also. Hier wird ganz schön. Einkünfte. Ich meine Einkünfte. Yeah. Ich mach gar nichts und krieg Einkünfte. Yeah. Ich baue mit meinem Geld, das ich durch die Einkünfte krieg neue Sachen, krieg dadurch mehr Einkünfte, bau mehr, krieg neues Geld und so weiter. Das ist ein ewiger Teufelskreis. Buongiorno. Hallo. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Das ist das Gute, wenn man der Master ist. Da muss man gar nichts machen. Arzt, wie viel kostet der? 3.500. Ja, das geht ja eigentlich noch, ne? Also, das ist ja eigentlich okay noch. Da krieg ich 15% Rabatt, ey. Guckt euch den Kack an. Geile Scheiße. Nee, ich mach erst was ein. Ja, ich würde gerne wissen, was noch, was am meisten Wert hier steigert, ne? Militärkaserne vielleicht. Diebesgilde. Nee, Diebesgilde will, glaube ich, niemand sehen. Hm. Aber die Minen, wer interessiert sich bitte für Minen? Und wer interessiert sich für einen Brunnen, der irgendwo am Stadtrand ist? Ich meine, der Logik nachzufolge müsste das eigentlich jetzt nicht wirklich was bringen. Aber der müsste was bringen. Der müsste eigentlich ganz stark was bringen, eigentlich. Ich kaufe jetzt erstmal die, die weniger kosten. Die Upgrades. Und dann kaufe ich die, die mehr kosten. Hier zum Beispiel Militärkaserne. Das kostet ja nicht so viel. Marine. So, oder Diebesgilde, da kostet auch nicht so viel. Und da kriege ich mehr Geld. Und da passt auch mehr in die Truhe, seltsamerweise. Ergibt total Sinn, ne? So. Und jetzt Arzt. Das kostet nämlich auch noch 3000 nur. Und jetzt, was kostet noch? Okay, nichts mehr. Gut, dann kann ich ja jetzt 4000. 4000 kann ich den Brunnen oder die Kirsche. Ah, mache ich die Kirsche. Ich bin zwar Atheist, aber naja. Vor allem in so früheren Zeiten gab es ja viele, die an Gott und so einen Scheiß geglaubt haben. Buon viaggio. Ja. Und? Und? Plus 18.000. Einfach mal. Ich will gucken. Ich will gucken, was für Einkünfte wir jetzt haben. 3.738 Florin alle 20 Minuten. Gesamt 37.390 passen jetzt in die Truhe rein. Wie übel. Übel, ey. Echt. Wow. Episch. Geil. Okay. Das heißt, wir können jetzt erstmal getrost warten. Und erstmal ein bisschen ganz viel aufnehmen. Und am Ende haben wir 38.000 einfach mal in der Truhe. Und... 38.000, das wäre das Zehnfache von unseren Einkünften. Das wäre 20 mal 10, das sind 200 Minuten. Das heißt, ich nehme gute 3 Stunden und 20 Minuten auf und hab so viel halt. Und dann kann ich mir auch ganz sicher, oh, ich muss mich vielleicht mal heilen. Dann kann ich mir auch ganz sicher den Rest kaufen, also alle
Restlöchchen renovieren. Ist das ein Heiler? Die stehen doch normalerweise draußen einfach so rum. Egal. So, dann kann ich mir auch den Rest von allen Renovierungen wahrscheinlich kaufen, denke ich. Und ihr seht schon stärker aus. Ja, das ist halt gut. Dann kriege ich ganz, ganz viele Einkünfte. Und dann, meine Freunde, dann, ne? Yeah. Oh, falsch. Wir gehen jetzt erstmal zu Venedig, ich mache ein paar Aufträge. Und wenn wir Glück haben und ich ein bisschen lange aufnehme, dann, ja. Dann Polo Diebesgilde. Ich weiß nicht, wo unsere Mission ist. Ich gehe einfach mal hier zur Diebesgilde. Ja, und dann, nachdem wir dann die maximalen Einkünfte für die Geschäfte und so Renovierung haben, kann ich mir dann alle Ausrüstung kaufen. Selbst die, die ich nicht brauche, weil die erhöhen ja auch die erhöhen Monte Regionis Wert, weil man die sich in der Halle halt angucken kann. Auf jeden Fall wäre das einzige Logische. Und die steigen dann halt auch Monte Regionis Wert und somit kriege ich mehr Einkünfte und ja, das ist halt der nächste Weg, dann Einkünfte zu steigern. Oh, das ist jetzt schlecht. Warte mal, Q. Und los. Und kein One-Hit Kill. Nein! Scheiße. Ich habe vergessen, wie die Live wie das Live von denen aussieht. Weil das war ja so oben ein bisschen abgeschnitten. Oder ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme abgeschnitten ist. Auf jeden Fall ist bei mir abgeschnitten, weil ich ja in 1280x720 spiele und aufnehme. Das heißt. Scheiße. Ja, das heißt scheiße. Nee. Das heißt, bei mir ist halt links ein bisschen, also an den Seiten und oben und unten ein bisschen was abgeschnitten. Deswegen sehe ich nicht alles und deswegen war mir gerade unklar, was da passiert ist halt, ne? Ja. Wie das Leben von dem aussah. Ich dachte, der hätte jetzt nur einen Punkt verloren, weil das sah für mich jetzt so aus, weil das so abgeschnitten war. Und da habe ich leider zu schnell geworfen. Also ich habe geworfen und dann ist mir erst eingefallen, noch im Flug vom Wurfmesser ist mir eingefallen, dass das ja anders war. Nee, das kann ich jetzt nicht abhängen, sonst machen die mich wieder blöd an. Der ist wohl vom Affen gebissen, worden. Ich geb dir gleich vom Affen gebissen worden. Weißt du was? Ich geb dir vom Affen gebissen worden. Die Wachen interessiert das natürlich nicht. Das ist ja logisch, weil die würden dasselbe mit den Zivilisten machen. Deswegen, warum sollten die sich darüber kümmern, dass ich mich hier mit dem prügel? Ich glaube, in Assassin's Creed 1 war das noch anders, oder? Bin mir gerade unsicher. Aber naja, ist halt, ja? Und so. Das Dumme am Dächerlaufen hier ist halt in Venedig, dass hier mehr Bogenschützen sind. Das ist natürlich blöd, aber was will man machen? Ah, ich muss da unten hin. Oh, ich freue mich so, wenn ich den erhöhten Sprung habe. Ja, ich kann ja mal spoilern, was ich immer meine mit bis wir die Fähigkeit haben. Ja, da können wir halt so, wenn wir hier so hängen und ich dann ist ihr denn mit einer Frau etwas und ich hier die auffälligen Taste gedrückt halte, da steht er jetzt springen. Wenn ich jetzt springen drücke, dann springt er nach rückwärts. Ja, Moment. Wenn ich jetzt nach oben drücke, dann oder war das ohne? Nee. Wenn ich auffällig habe und dann nach oben drücke, dann klettert er nach oben. Und wenn ich dann die Fähigkeit habe, da steht ja jetzt springen, seltsamerweise. Und wenn ich die Fähigkeit dann habe, dann springt er dann auch wirklich nach oben. Das heißt, das spart Zeit und wir können auf höhere Vorsprünge, wo es dann halt keine Zwischenschritte... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Das war ja jetzt mal wieder total gewollt. Ach komm, weißt du was? Ausgetrickst. Oh shit. Doch nicht. Ach du Scheiß, was geht denn hier ab? Massenmord oder was? Soll ich hier jetzt Massenmord machen? Geht doch nicht. Und in Assassin's Creed 1 meinte der immer, ja, drücke die Angriffstaste genau dann, wenn die Klinge auf die gegnerische Klinge prallt. Dann machst du One-Hit-Kill. Aber das geht irgendwie nicht. Das geht irgendwie erst nach ein paar Versuchen. Keine Ahnung. Bam! Hier, wenn man ein paar Mal ihn getroffen hat und das so macht halt. Dann geht das erst hier so. Am besten einfach die Taste mashen. Das war alle laufen weg. Wie geil, ey. Wie geil. Alle laufen weg. Wie episch. Geil, ey. Echt nice.
Und guckt euch die Minimap mal an. Seht ihr diese roten Punkte alle? Ja, das sind alles Bogenschützen, ne? Das ist halt das Blöde an Venedig. Aber gut, was will man machen?